Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie wir das hier bauen, diese Wasseroberfläche. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns damit, wie wir die Wege reinsetzen, wie wir das Zuschauerding machen und einmal den Außenrum, weil es soll jetzt diesmal ein viereckiger Kasten einfach werden. Ganz easy und simpel. Bedeutet, wir werden jetzt hier einfach einen Weg mal reinlegen. Wo wir die Breite mal das wird eher die Frage, wie breit machen wir diesen Drecksweg? So. Und da kommt jetzt die Frage auf, wie kommen wir nach da oben ohne Probleme zu machen? Bedeutet, wir müssen wahrscheinlich jedes Gelände abflachen, ne? Glätten. Kann ich da nicht einfach sagen, hier, bau mal? Es funktioniert doch sonst 90% der Zeit. Warum denn nicht diesmal? Warum kann ich nicht diesmal einfach sagen, yo, bau mir? Okay, nochmal Wege. Ist immer noch zu steil, was? Wieso? Ja, ja, Veterinärforschung abgeschlossen, Technikforschung abgeschlossen. Die Viecher haben aber auch 90% der Zeit Stress, oder? Es sind immer die Nualas, die voll den Stress auf einmal haben. Woran liegt das denn? Ihr habt hier eine voll große Hütte. Der versucht sich eindeutig nicht zu verstecken. Da rein, dann hast du keinen Stress mehr. Das reicht ihm auch schon. Okay. Interessant. Hm. Die Viecher interessieren mich echt bald nicht mehr. Die wilde ich bald aus, ich sag's euch. So, aber trotzdem, wir haben immer noch ein Problem, und zwar diese Drecksgeländeanpassung. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt am besten hin? So, ich würde es einfach mal ein bisschen höhenmäßig langsam anpassen. Gelände. Glätten. Gelände. Nee, warte mal, Wege. Und dann auf 4 Meter mal runtersetzen. Wie geht das? Ah, das geht. Aha. So wollen wir das. Leute, dasselbe werden wir einfach hier drüben machen mit diesem Tool. Und dann glätten. Ein bisschen einfach ausglätten. Ist ja alles gut. Wege platzieren. Was jetzt natürlich wieder nicht funktioniert. Breit genug, oder was? Willst du mich verarschen? Ist wieder nicht... Dann nehmen wir halt da drüben noch ein bisschen aus. Glätten. So. Wege. Das ist doch nie und nimmer zu steil. Willst du mich jetzt eigentlich vollkommen verarschen?
Alter. So. Abflächen. So. So, jetzt aber, oder? Jetzt kannst du mir nicht erklären, dass der Weg zu steil ist. Fangen da vorne an und wir gehen nach da unten. Dankeschön. Ich hätte schon eine Aggression bekommen, ey. Ich sag's euch. Jetzt hätte ich mein Haus nicht bauen dürfen. Jetzt hätte ich dann alles mal umbauen dürfen, weil der sagt, nö, kein Bock. Will ich nicht so? Mach ich doch, bin ich wahnsinnig. So, jetzt tun wir hier aber eine Betonwand setzen. Mal schauen, in welche Höhe wir die circa ziehen. Das ist eher so das Problem. So. So. Das ist jetzt die Betonwand auf der Rückseite. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir den ganzen Spaß hier aufziehen, ne? Ich würde sagen, jetzt ziehen wir das mal auf die Höhe hier rüber. Haben wir da so einen Balken? Nein, nicht den Knutschpunkt, sondern ich hätte gerne den einmal umgedreht nach unten gesetzt. So, dankeschön. Schließt ja auch fast perfekt ab. Passt der da drüber? Nee, passt nicht. Kann ich das umdrehen und es funktioniert? Ja, passt perfekt. Hier ist das Spiel genauso. Und dann setze ich das hier so. Würde ich mal sagen. Ganz, ganz easy. Tiere kämpfen wegen schlechtes Verhältnis. Och nee. Ich hab doch nicht dann Alpha-Status. Tier ist verstorben worden. Wer ist denn der Jüngere von euch beiden? Du bist jung, du bist alt. Du wirst freigelassen. Und immer noch mehr Punkte. Die gehen uns nicht langsam echt aus. Belohnung einfordern. Tier verstummt. Oh nee. Tierarzt rufen. Das will keiner sehen. Der schläft nur, ja, ja. Leute, der schläft nur. Der macht nur ein Nickerchen. Glaubt mir. Danke, wurde eingepackt. Wasseraufbereitung hat versagt, was? Techniker, zack, zack, los geht's hier. Der ist sehr beliebt. Dann würde ich sagen, gehen wir halt nochmal auf 17 und wie fällt euch 12? Moderate Steigerung. Anonymer Zoobesitzer. Schon beeindruckend, wie viele Tiere dieser Art. Tierart entfernt. Sie haben was? Man hat mich bestohlen. Wann ist das passiert? Der Ausblick auf das Tier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr könnt einmal komplett fast rumlaufen. Da habt ihr weniger Ausblick auf das Gehege und dann beschwert sich keiner. Aber okay, zurück zum Thema Gebäudebau. Ich werde hier sonst nie fertig. Wir müssen jetzt nämlich noch... Ich will da oben jetzt nicht was so Massives setzen. Warte mal, jetzt muss ich aber kurz ins Gebäude wieder rein. Und würde dort eher auf Holzplanken setzen. Kann man diese Doppeltöne wieder nur so? Hi, wir sind da, um da zu sein. Schön, euch gesehen zu haben. Tschüss. So mäßig, ne? Die Frage ist, drehen wir nicht die besser vielleicht sogar um? Oh, huch, das war jetzt falsch. Da sollte nicht eigentlich gar keine Planke hin.
dass wir halt sozusagen hier eine Wandverschalung machen. Eine dran geklüppelte. Zack. So. Und dann Wahnsinn. Also ich würde ja dann gerne hier noch die Wand ja ungefähr so runterziehen, ne? Also hier so, da so. Hier so. Und dann dort wieder eine Wand nach unten setzen. So einfach. Schaut zwar jetzt nicht so impressive aus, würde ich mal sagen, aber es hat auch seinen Stil. Und jetzt vielleicht ein paar Holzdächer. Haben wir denn? Ne, haben wir natürlich nicht. Ja, das wäre jetzt zu schön gewesen, Holzdächer. Aber das da in der Mitte will ich eigentlich später dann mal zu einem Spezialdach machen. Metallplatten, das ist Kunststoff. Ach, kommt schon, Leute. Das ist jetzt echt teilweise uncool. So. So. Ich weiß nicht, ob das dem Alligator dann taugt, aber ey, was soll denn das? Aber er hätte im Grunde ja auch dann Schatten, ne? Und wenn wir das dann einseitig verglast machen, wäre das für den ja genial. So, und dann noch das ist genial, warte mal. I'm a genius. So. Dann das flache Kunststoffdach. Zack, zack. Nenn ich so. Tiefer. Ups. Da fehlt noch was. Und da oben kommt so ein kleiner Holzgiebel rein. Was haltet ihr von dem? Hat er den jetzt schon wieder so gesetzt, wie ich nicht wollte? Doch, hat er richtig gesetzt. Also unser Lüftungsgiebel sozusagen. Da kommt die frische Luft rein. So. Schaut ja aktuell schon mal ganz okay aus. Auch wenn der Boden ein paar Schlenker hat. Jetzt fehlt noch die Einrichtung für hier unten. Die setzen wir nicht jetzt schon mal. Der erste kommt direkt hier hin. Und der zweite direkt an das Eck. Können ja vielleicht so einen Lautsprecher so, auf dem Weg sind drei Lautsprecher platziert, damit die genug Infos über das Krokodil nur beim da durchgehen kriegen. Damit sich auch keiner beschwert, kommt jetzt, das ist Mitarbeiterraum, ne? Ups, nee, wollte ich nicht.
Ich wollte eigentlich eine einfache Toilette dahinstellen. Und habe mich jetzt so hingestellt, dass ich natürlich nicht sehe, was ich brauche. Wo ist die einfache Toilette hin? Da. So. Dann haben wir jetzt hier noch eine Toilette und dann soll da vielleicht nochmal so ein paar, sozusagen, dass du hier noch ein paar Läden hast, dann kannst du so rumgehen oder du holst dir halt die Infos über das Tier. Und dann machen wir jetzt nochmal das Gehege schnell fertig. Die bearbeiten. Nein, ich wollte eigentlich hier sagen, fortsetzen. Das muss jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich die Größe haben, weil... Hat ja schon was, ne? Und wann können wir den Eingang auch setzen? Und rein theoretisch, wenn wir sagen, wir sind schlau, tun wir hier einfach... Ich werde mit den Betonplatten arbeiten, wenn ich jetzt die hier irgendwie auf die exakte Höhe kriegen würde. Und bauen hier noch so einen kleinen Unterstand hin. Tun das Teil austauschen. Gegen das hier. Und machen da auch ein ganz, ganz simples Dach drüber aus Holz. Was war hier gemeint mit simpel? Ich wollte ein ganz Flachdach, also was Flaches. So, und dann nochmal Dächer. Dächer, wo sind die Dächer? Metalldach, das passt ja nicht zum Stil, ne? Das Ganze braucht natürlich den passenden Stil auch. So. Alter, wie oft wollen die sich eigentlich noch paaren? So, warte mal, wo waren dann diese Giebeltöpfe? So, und dann brauchen wir so einen Giebelkunststoffpunkt oben drauf noch. So, perfekt. Dann ist das ein Unterstand, da kann er reinkriechen. Da kriegt jetzt nochmal eine Holzfront. So. Schaut doch nach etwas. Ja, das schaut schon nach was aus. Würde ich sagen, ist das jetzt fertig? Dann sagen wir jetzt Tierhandel. Tieraufbewahrung. An Zoo senden. Gehege. Und jetzt können wir uns auch mal... Wasseraufbereitung hat schon wieder versagt. Techniker rufen. Viel Müll fanden. Technikforschung abgeschlossen, jawohl. Barrieren erforscht. Was haben wir denn jetzt für welche? Oh, als nächstes kommt der Einwegspiegel. Veterinärforschung abgeschlossen. Welches Level haben wir denn jetzt? Gehege? Filter? Art? Wo ist er denn? Königstiger. Ich mag unter hier gucken. Blutkürbis und jetzt brauchen wir noch was anderes. Wie ist das mit so einer Reibe? Und mit einem Karton zum Spielen. Jawohl, jetzt ist er happy.
Da kümmert sich doch schon Techniker drum, oder? Ja, um die ganzen anderen Sachen können wir uns noch kümmern. Alter, die sterben auch alle da und Tierarzt rufen. Oh, sag nicht, dass das die Mutter von ihm war. Wo sehe ich das? Das ist jetzt uncool. Schau mal bitte, wie viele Tiere hier eigentlich noch vorhanden sind. 6. 2 männliche. 2 jungweibliche. Das ist wiederum gut. Weil dann können wir Zoe in die Freiheit entlassen. Sie soll ihr restliches Leben noch in Freiheit verbringen. Wir haben noch einen Hengsten dabei, der sich jetzt mit Jedda da vermählen kann, rein theoretisch, ne? Und das finde ich gut so. Das finde ich auch gut so. Ah, apropos, wir haben... Huch, ist das Teil groß. Wir haben ein Leistenkrokodil. Aber ich würde sagen, ums Leistenkrokodil kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!